Uiuiuiui, ui, ui, ui. Es sieht wirklich verdammt danach aus. Das kosmologische Standardmodell hinkt und es hinkt so stark, dass es wahrscheinlich schon bald erwiesenermaßen ad acta gelegt werden muss. Ein totaler Fail. Wissenschaftler haben jetzt nämlich herausgefunden, dass Galaxien gar nicht so aufgebaut sind, wie das Standardmodell voraussagt. Und damit existiert auch die dunkle Materie nicht und die dunkle Energie ist auch gleich mit entsorgt. Wie konnte das passieren? Jetzt in Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, so sieht es aus, wenn die Physik grundlegend auf den Kopf gestellt wird. Hier erklären Oliver Müller und Federico Lelli, was sie gefunden haben. Und das ist mehr als bahnbrechend. Es sieht schwer danach aus, dass das kosmologische Standardmodell Makulatur ist. Einfach nicht stimmt. Dunkle Materie und dunkle Energie gibt es gar nicht. Aber der Reihe nach. Wie ist denn die Physik überhaupt darauf gekommen, dass es dunkle Materie geben könnte? In der Astrophysik wurde bei Galaxien etwas sehr Seltsames entdeckt. Die äußeren Arme drehten sich schneller um das Zentrum als eigentlich möglich. Gäbe es nur normale Materie, würden alle Galaxien sofort auseinanderfliegen. Die Fliehkraft würde sie zerreißen. Aber was hält sie dann zusammen? Die Erklärung war die dunkle Materie. Wäre sie in einem bestimmten Verhältnis vorhanden, würde sie die Galaxien zusammenhalten und es gäbe mehr dunkle Materie als die Materie, die wir kennen. Jetzt gab es aber noch ein Problem. Die dunkle Materie bildet zu langsam Strukturen. Computersimulationen sagen ein viel schnelleres Wachstum voraus. Etwas musste sie abbremsen. Schwupps. Da war auch schon die dunkle Energie da. Jetzt gibt es aber ein Problem mit den beiden. Sie wurden nicht gefunden. Und in der Teilchenphysik gibt es noch nicht einmal irgendwelche Kandidaten für solche Teilchen. Und jetzt kommt aber eben der Hammer. Alle bisher untersuchten Galaxien entsprechen nicht dem kosmologischen Standardmodell. Nochmal langsam zu mitschreiben. Nicht. Eigentlich müsste es X-Zwerggalaxien verstreut um jede Galaxie geben, kugelförmig. So sagt es das kosmologische Standardmodell voraus. Tun sie aber nicht. Erstmal sind es nicht X, sondern viel weniger. Und sie sind nicht verstreut, sondern sie liegen auch in der Ebene der Galaxie. Drehen sich also wie die Planeten in unserem Sonnensystem in einer Ebene um das Zentrum. Jedenfalls die meisten. Und das widerspricht dem kosmologischen Standardmodell. Boom. Jetzt haben Marcel Paslowski, Oliver Müller, Federico Lelli und Helmut Järjen die Galaxie Centaurus A untersucht. Es ist die dritte Galaxie, die dem Standardmodell widerspricht. Viel zu geordnet rotieren hier die Zwerggalaxien um die Hauptgalaxie eben in der Rotationsebene von Centaurus A. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist damit das kosmologische Standardmodell widerlegt. Es müsste schon ein wahnwitziger Zufall sein, wenn schon die dritte Galaxie zufällig etwas Besonderes wäre. Es spricht also vieles, wenn nicht alles dafür, dass das kosmologische Standardmodell so nicht funktioniert, falsch ist. Eine nie bewiesene Hypothese, die jetzt auch widerlegt wurde, denn das ist hier wichtig. Dieses Standardmodell war bisher eine Hypothese, die es zu beweisen galt, was jetzt wiederum nicht gelungen ist. Und die Menge der Indizien, die jetzt dagegen sprechen, die werden immer erdrückender. Für Pavel Krupa von der Universität Bonn und Doktorvater von Pawlowski ist alles klar. Zitat: Wir erleben ein wissenschaftliches Erdbeben. Er sieht die dunkle Materie damit als widerlegt und mahnt eine Reform des Gravitationsgesetzes an. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Aber was ist es, das die Galaxien zusammenhält? Ich hatte ja hier schon mal über schwarze Löcher spekuliert, die es ja viel mehr geben soll als bisher gedacht. Oder gestern die kosmischen Strings, die ja offensichtlich unglaubliche Mengen an Masse enthalten. Es wird also bald ziemlich spannend, wenn dieses Rätsel gelöst wird. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video, also vorab garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klick so mitmachen und Themen vorschlagen oder andere Ideen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Dunkle Materie, Rätsel gelöst, spielen schwarze Löcher eine Rolle. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.